Ihr habt mir wieder einiges an Fragen gestellt oder wir haben über einige Themen diskutiert und ich habe mir dazu wieder mal was rausgesucht, was ich mir denke, das könnte für euch interessant sein. Und zwar geht es da die Spiegelneuronen und die Stimme, wie Empathie wirklich funktioniert. Wisst ihr das? Ihr kennt das Thema, jemand fängt an zu gähnen und sofort müsst ihr unweigerlich mitgähnen. Ihr kennt das wahrscheinlich. Oder wenn jemand sehr herzhaft lacht, dann können sich viele ein Schmunzeln nicht verkneifen. Und das gleiche Thema habt ihr aber mit einem verärgerten Kunden am Telefon und der hinterlässt dann sehr schnell bei euch ein unangenehmes Gefühl. Und im Jahre 1995 entdeckte ein italienischer Wissenschaftler, das war der Giacomo Rizzolatti, die sogenannten Spiegelneuronen. Was heißt das einfach formuliert? Unser Hirn imitiert alles, was wir sehen und hören können und was in unserem also Gegenüber vorgeht, egal ob das jetzt Mimik, Körperhaltung, Blicke, Stimmklang ist. Wir Menschen erleben so etwas innerlich mit. Und das Tolle und Spannende daran ist, das ist ein unbewusster Vorgang, meistens unbewusst. Doch wir spüren, das haben wir schon, welche Motive, Gefühle, und Befindlichkeiten in unserem Gesprächspartner, unserem Gegenüber in Bewegung sind. Das heißt, was ihn irgendwo bewegt. Und die Spiegelneuronen sind die sogenannte Grundlage für die Fähigkeit zur Empathie. Und wir beeinflussen unser Gegenüber, den Gesprächspartner durch den Klang unserer Stimme. Die Stimme kann sehr hoch sein, die Stimme kann tief sein. Das löst unterschiedliche Emotionen in uns aus. Und denkt einmal zurück, wenn ihr selber vielleicht einmal ein Referat halten musstet oder ihr habt einen Kollegen oder eine Kollegin gesehen, wenn man Lampenfieber hat, dann beginnt man sehr hektisch und flach zu atmen, ja? Und ich habe eine ganz eigene Körperspannung, die ich dann habe. Und man hat eine gepresste und sehr oft hohe Stimme und man spricht auch sehr schnell. Was machen die Zuseher? Auch die beginnen unbewusst flach zu atmen. Und der Vortragende beginnt dann oft so zu schnappen mit einer Schnappatmung, spricht viel, viel zu schnell, so quasi. Hoffentlich bin ich jetzt endlich fertig, dass ich schnell reden kann und. Und das löst beim Zuhörer Unwohlsein. Es geht ein Druck auf ihn über und das lässt ihn unwohl fühlen. Andererseits, wenn ein Sprecher, ein Moderator in der Ruhe ist, in seiner Mitte ist, tief atmet, eine angenehme Stimme dadurch produziert, erzeugt das in uns Wohlbefinden. Warum? Auch die Stimme wird dann automatisch tiefer und klangvoller. Spricht jetzt jemand mit einer etwas harten Stimme, dann fühlt sich der Zuhörer eher ein bisschen auf Distanz gehalten, eher distanziert. Spricht jemand mit angenehmer und weicher Stimme, dann lässt man eher eine Nähe zu. Ja, also das heißt, mit der Stimme ist auch sehr viel an Energie verbunden und man hat ein ganz spezielles Energielevel. Durch diese Stimme wecke ich aber auch Emotionen und es kann ansteckend sein. Ein verärgernder Kunde am Telefon macht Unwohlsein bei uns. Ein lachendes Kindergesicht zaubert uns meistens selbst ein Lächeln ins Gesicht. Und wir können als Sprecher die bewusste Stimmung unseres
Gegenübers, unseres Gesprächspartners, wenn wir das können und auch wissen, ganz bewusst lenken. Das heißt, wenn Menschen miteinander in Kontakt treten, passen sie natürlich ihre verbalen und ihre nonverbalen Kommunikationsmuster aufgrund der Spiegelneuronen meist unbewusst aneinander an. Das heißt, beobachtet das einmal. Man nimmt die Sprechgeschwindigkeit an, die Lautstärke, die Rhythmik, die Tonlage. Also man nimmt die Sprechgeschwindigkeit an, die Lautstärke, die Rhythmik und die Tonlage. Oder die Sprechgeschwindigkeit, die Lautstärke, die Rhythmik und die Tonlage. Also man kann mit der Stimme spielen und da ganz unterschiedliche Emotionen wecken. Was ich jetzt gemacht habe, ist natürlich zu kurz, aber ich wollte euch ein bisschen zeigen, wie unterschiedlich die Stimme auch dementsprechend wirken kann. Und es ist noch etwas in uns, je authentischer wir unser Gegenüber empfinden, den Kontakt, desto stärker ist auch unsere Anpassung an das Gegenüber. Und das bezeichnet man als Rapport, das kommt aus dem NLP. Haben Menschen Rapport? Neigen sie dazu, sich positiver zu bewerten und damit mehr Vertrauen zu haben, ist im Verkauf recht wichtig. Ja, das ist jetzt dann die Geschichte der Spiegelneuronen, wo ich unterschiedliche Reaktionen unbewusst auslösen kann.